Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lahn und heute wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um den Great Vault und ja, diesmal habe ich nicht sonderlich viel im Vault vorzuweisen. Liegt so ein bisschen dran, dass ich jetzt die Tage hier flachgelegen bin, hat Corona gehabt, beziehungsweise immer noch, ich bin noch nicht ganz über dem Berg, aber zumindest ist es jetzt schon mal ein bisschen besser. Und dementsprechend habe ich letzte Woche nur eine M Plus gelaufen. Zum Glück habe ich die noch relativ am Anfang der Woche gemacht, beziehungsweise WoW-ID-Woche. Und dementsprechend habe ich zumindest ein Ding im Vault, sonst sähe es wahrscheinlich schlecht aus und ich hätte gar nichts, was ich öffnen könnte. Mit dem Twink war ich auch leider nicht WG dementsprechend unterwegs, aber zumindest, vielleicht haben wir ja Glück. Warte mal, ich zeige, bevor wir es jetzt aufmachen, den aktuellen Stand. Ich hatte das letzte Mal die Hosen genommen und die nochmal abgegradet mit dem Set. Und ja, jetzt mal gucken, vielleicht mal eine höhere Waffe, Schultern wären ganz nice, Gürtel wäre ganz nice, irgendwas mit Versa wäre auf jeden Fall gut. Mal gucken, ob wir irgendwas drin haben. Was habe ich eingestellt? Einen Gürtel. Aber blöderweise natürlich nicht mit Versa. Zumindest wäre natürlich 418, ne? Ja, bevor ich die zwei Splitter nehme, oder wie heißen die Dinger? Belobigungen, dann würde ich sagen, nehmen wir den Gürtel, ist zumindest ein Item-Level-Upgrade. Ich glaube, meiner, den ich aktuell habe, der hat auch kein Versa drauf, also ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich hatte jetzt halt hier zumindest einen Versa-Sockel drin, aber 402 gegen 418, das ist, denke ich mal, ein No-Brainer. Da ziehen wir den 418-Gürtel an, wird er noch getemockt und dann gehen wir zumindest im Item-Level ein bisschen nach oben. Ich wollte jetzt eigentlich letzte Woche so ein bisschen hier die Fokus-Dinger farmen, nur um meine anderen Sachen abzugraden, aber naja. Da ist leider auch nichts draus geworden. So, jetzt gucke ich mal, würde ich sagen, wir tun es noch einmal ein bisschen teamocken, dass es wieder zu meinem Set zusammenpasst. Und ja, dann sind wir tatsächlich auch schon durch. Ja. Dann würde ich sagen, hat sich ja zumindest zum Teil rentiert. Bisschen Item-Level haben wir gekriegt. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Opening-Video. Altela, bis dahin. Ciao.